Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde Vessel. Dieses Mal werden wir von einem merkwürdigen Fluro verfolgt, das uns töten möchte. Und du hattest immer Mitleid mit den Dingern, wenn ich sie töten wollte. Das haben wir jetzt davon. Ich meine, noch macht es ja nichts. Es sieht einfach nur ein bisschen bedrohlich aus und folgt uns und ist wahrscheinlich ziemlich heiß und würde uns wahrscheinlich töten, wenn wir es berühren würden. Aber naja, mal gucken, was draus wird. Es will uns garantiert töten. Du kannst es ja abspritzen. Ich meine, du kannst es abspritzen. Wahrscheinlich geht es dann aus oder geht doch mal auf den Schalter. Ist ja, der Schalter jetzt nur unwichtig geworden? Da gibt es nur ein bisschen Wasser. Okay. Ja, dann spritz es mal ab oder kannst auch weiterlaufen. Ist auch gut. Spritz es mal ab. Spritz es mal ab. Ich will nur wissen, ob du es töten könntest, potenziell, falls es irgendwann später wichtig wird. Ist eigentlich so, dass die sich unendlich schnell bewegen und ja, da zerfällt es schon zum Häufchen Asche. Ich glaube, es reicht. Ich glaube, viel mehr passiert da nicht. Ich spritze gerne. Ja, das habe ich gehört. So. Was mich interessieren würde, was jetzt hier oben noch ist, weil die haben doch hier garantiert nicht so eine Leiter hingemacht, wenn sie nicht irgendwas geben würde. Ja, stimmt. So, also gibt's hier irgendwas? Ja, theoretisch, was... Ach so, ja, falls nochmal irgendwie die Tür geschlossen wird, kannst du die wahrscheinlich nochmal aufmachen. Also dafür ist der Schalter ja da, oder? Ja, aber die schließt sich ja scheinbar auch nicht. Ja, das stimmt. Hast du Wasser nachgetankt? Ja, hast du. Ich hab genug. Sehr gut. So. Neuer Raum, neues Glück. Neue Turbo-Feuerfluros. Okay, da ist jetzt ein Schalter. Was macht der? Was bringt das? Ah, Wasser kommt raus. Sehr gut. Ah, wahrscheinlich gibt's das. Oh, das war jetzt nicht so klug. Was zum Teufel? Okay, nach welcher Logik funktioniert das denn bitte? Ich habe keine Ahnung. Das hört nicht mehr auf. Achso, ich glaube oben. Oben aktiviert das irgendjemand. Oben. Häng dich nochmal dran, bitte. So, jetzt kommt Wasser raus. Ich glaube, wenn das oben aktiviert, kommt Lava raus und wenn du das aktivierst, kommt da Wasser raus. Ah ja, ich würde jetzt gerne den ganzen Tag hier dran hängen bleiben, aber. Ich glaube, da habe ich jetzt eher wenig von. Ja doch, du kannst das Wasser wieder einsaugen. Und jetzt lauf einfach weiter. So, die Frage ist nur wie? Kommst du. Ah, okay. Nee. Bringt das irgendwas? Kannst du dich dran festhalten? Nein, ne? Ja, jetzt, ich weiß nicht, wofür das hier gut sein soll. Ha. Okay. Damit kannst du dich schon mal umstoßen, das ist schon mal gut zu wissen. Okay, ein Mega-Fluro. Oh nein. Da! Ah, vielleicht ja. Kannst du dich davon. Okay, so viel dazu. Ich kann sich davon hochheben lassen. Hochheben lassen? Ja, wenn die so sozusagen dagegen drücken, dass sie dich so hochziehen. Ja, die Frage ist, wie diese Logik mit diesen, mit dem Lava-Zeug funktioniert. Gute Frage, ja. Vielleicht soll man sich tatsächlich einfach nur hochdrücken lassen. Glaube ich aber nicht. Aber das Blöde ist. Ja. Dass dann irgendwann das Zeug drunter durchfahrt und mich tötet. Ja, leider, ja. Aber ich bin gerade ein bisschen planlos. Also, irgendwas muss ja mit diesem Schalter auf sich haben, weil sonst wäre da irgendwie einfach nur ein Wasserbecken, wo du immer Wasser nachholen könntest. Ja. Die Viecher kommen hierher. Ich hab voll die gute Idee, pass auf. Mach einen eigenen Fluro. Der stellt sich sicher auf den Schalter drauf. Also jetzt hier so einen Samen hinlegen und Wasser drauf. Da kommt aber nicht immer Wasser raus. Echt? Da. Nicht? Ja, auch wenn ich dran hänge. Ja, aber egal, du hast ja Wasser selbst mit. Das heißt, du kannst die Samen ja immer selbst sozusagen generieren. Okay, jetzt haben wir hier eine. Merkwürdige. Oh, was machen diese Viecher hier? Ich hab keine Ahnung. Jetzt mach doch endlich einen Samen, genau. Ja, aber das zieht halt auch diese Lava an und dann zerstört sich das wieder selbst und das wabbelt hier so gerade so sehr merkwürdig rum. Ja, dann häng dich dran, dass da Wasser rauskommt. Hoffe einfach mal, dass da Wasser irgendwie rauskommt. Jetzt ja, kommt sehr gut. Jetzt wirfst, jetzt wirfst du einen Samen da rein. Oh, jetzt. Oh, ich hab keine Ahnung, was da passiert. Wirf da einen Samen rein. Schnell. Okay, das hilft nicht. Doch! Vielleicht schon. Wird da was Gutes raus? Da wird was Gutes raus. Und jetzt geht er hoch. Siehst du? Und jetzt kannst du auf diese Scheißplattform rauf.
Ja, sehr schön. Wieso wackelt die Plattform jetzt so seltsam? Weil sie es kann. Ja. Achso, ich nehme gleich nochmal ein bisschen. Ich kriege kein Wasser gerade, oje. Autsch. Ich brauche Wasser. Also jetzt kriegst du Wasser? Ja, jetzt kriegst du es. Nee. Auge sein. Ah, der eine Flure hat sozusagen alle anderen Schalter schon aktiviert. Schon mal gut. Ich glaube, du kannst jetzt schon runter. Ich glaube, wenn Lava am Boden liegt, macht die nichts. Doch. Ah, okay, vielleicht ein bisschen. So ein bisschen, ja. Mal gucken, ob das einfach runterfällt oder ob das da drüber läuft. Das läuft drüber. Okay. Ja. Das kann das, glaube ich, kontrollieren, was mit ihm passiert. Oh. Lever. Ja, lass die einfach laufen und weiter. Ich meine, scheiß drauf. Ja, dann vertraue ich dir jetzt einfach mal. Wenn das kein Fehler ist, mein lieber Freund. Nee, hat ja gut funktioniert. Bis jetzt? Ja. Da! Oh, ich. Die versuchen mich zu töten, ja. Nein, du bist einfach in deren Weg. Wenn du brennen würdest und dir würden einfach Leute entgegenkommen und in dich reinlaufen, dann, ja. Wärst du ja auch nicht schuld. Doch, die wollen mich ja trotzdem töten, wie du siehst. Hier, springt rüber. So. Ich spritze dich weg. Da. Ich habe halt langsam auch kein Wasser mehr. Das ist mein Problem. Das ändert sich, glaube ich, gleich. Was ist das hier? Was macht das? Ah, gute Frage. Die Tür auf. Gut. Ja, das läuft doch bisher ganz gut. Bisher. Bring uns einfach mal dran. Ja. Irgendwas passiert? Nichts. Interessant. Aktivieren wir einen Schalter. Ist der schon aktiviert? Nee. Ah, okay. Jetzt. Okay, nein. Du musst wieder einen Fluro da durchschicken, weil du siehst diese Schalter und da unten ist ja so ein Gitter, wo du nicht durchkommst, aber der Fluro würde durchkommen. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir den locken mit irgendwas. Oder ich baue eins. Oder. Ja, du musst sowieso eins bauen, aber du hast kein Wasser mehr, wie ich sehe. Ja, nicht mehr viel. Reicht das vielleicht noch für einen Fluro? Ja, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ich bin quasi komplett leer. So, dann schaue ich mich mal ein bisschen hier um, vielleicht finde ich irgendwo was. Genau. Drück einfach mal einen Schalter, vielleicht passiert ja irgendwas Spannendes. Okay, aha. Dadurch kannst du noch einen Flure schicken, interessant. Das ist ja dieselbe Richtung, ich kann die Türen auch wieder hier zumachen. Ja. Ah, die Tür ist sozusagen immer hin und her, also wenn die hier offen ist, ist sie auf der anderen Seite wahrscheinlich zu. Okay, so schickst du den Flure wahrscheinlich. Jetzt flieh mal. Nein, lauf schon mal hoch, genau. Ja, ja, genau. Das habe ich vor. Warte, bis du. Ja, okay, dann muss ich dir nichts sagen. Aber lauf, ja. Damit ich mir das dann hier folgt. Und dann mache ich auf der anderen Seite einfach die Tür zu, renn schnell zurück und mach sie wieder zu. Genau. Okay. Ja, der fällt aber gleich durch. Das ist schon okay. Die können ich aber hoffe, auch. Der fällt durch. Nee, der fällt nicht durch. Der kann da nämlich auch drüber gehen. Fuck, okay. So viel dazu. Dann, ja, ich selber komme hier nicht durch. Oh. Ah, jetzt. Ah, okay, sehr gut. So, jetzt aktiviert er den Einschalter. Lauf schon mal in die andere Richtung. Lauf in die andere. In die andere Richtung, genau. Was blöd ist, ne, der kann den Schalter gar nicht nochmal umlegen. Noch weiter. Und jetzt, genau, jetzt macht er noch den anderen Schalter runter. Und dann kannst du vielleicht da oben schon durch. Oh, jetzt ist er wieder zurückgelaufen. Jetzt ist er drunter gefallen, okay. Aber. Okay. Ja, das ist schon okay. Weil da wird er abgesaugt. Das heißt, du musst noch einmal einen neuen machen und den probieren, sozusagen zu den einen Schalter zu locken. Und dann müssten alle Türen offen sein. Wisst ihr? Läuft doch perfekt. Als ob wir das schon 10-mal gespielt hätten. Mindestens, ja. Das muss ich ja nur irgendwie wieder hier unten reinkriegen. Ich gehe da mal hier rüber und hoffe mal, dass es direkt unten reingeht. Glaube ich nicht. Ja. Ja. Dann lauf schon mal vor, lauf schon mal runter. Jetzt noch eins runter, genau. Nein, lauf zurück. Weil jetzt sieht er, dass du unten bist, dann geht er durch das Gitter. Nein, lauf schon zurück. Nein, wohin läufst du? Siehst du, jetzt ist er da, das ist schon zu spät. Ja. Vorhin hat es ja auch so super geklappt. Nee. Ja. Okay. Dieses böse mein Spiel. Lieber, ja. Du darfst halt nicht aus dem Bild rennen. Du musst den halt sozusagen mit deinem Körper locken. Wie das auch deine Freundin immer macht. Das stimmt wohl.
Gott, wäre ich gerne ein Fluoro. Normales oder so ein Magma-Ding? Ja, wenn schon, so ein Magma-Ding. Wenn schon, denn schon. Das müsste es ja eigentlich wieder da durchregeln. Genau, bleibt da stehen, bleibt da stehen. Er tut es nicht, wieso? Was haben wir anders gemacht? Nichts. Vielleicht musst du näher zum Gitter. So, ist es jetzt tot, oder? Ja, hast du aus Versehen getötet. Ach, Mann. Gut, dass das so viel Spaß macht. Sonst hätte ich ja schon längst aufgegeben. So, die Tore sind ja alle offen. Ich will nur, dass es diesen einen Schalter drückt. Mehr verlange ich doch gar nicht. So, jetzt geh mal nur auf den Schalter, nicht komplett runter. Nein, genau, geh nach links. Drück dich an die Wand. Ich kann hier gerade nicht drüber. So, aber ja. Es geht wieder drüber. Okay. Kletter hoch. Okay, was war das gerade? Wieso macht es das? Die ultimative Zerstörungsattacke wahrscheinlich. Selbstmord. So, auf zum achten Mal. Was haben wir denn beim ersten Mal anders gemacht als jetzt? Das ist eine gute Frage. Ja, wir können kurz das Video pausieren, das Video angucken. Und dann wüssten wir es aber. Das wäre nicht die feine englische Art. Ist ja uncool, ja. So. Ich renne jetzt einfach mal weg und gehe hier runter und ganz nah zu dem Ding. Genau. So. Und jetzt regne da durch. Sehr schön. Ja, sehr gut. Und jetzt direkt die Richtung ändern. Nein, was machst du denn? Ja. Ah, sehr gut. Nein, ist gut so. Jetzt. Mach's nicht kaputt. Nee, jetzt lauf nach links. Ja, wir müssen ja eh hier oben lang. Und den Schalter hat's ja jetzt hier schon gedrückt. Das heißt, der Weg ist frei. Genau. Ah, okay. So, Maschine Nummer 5. Haben wir nicht bisher nur 2 Stück aktiviert? Irgendwie verpassen wir alles. Wir verpassen irgendwie so viel. Und wir haben kein Wasser, sehr gut. Schon perfekte Voraussetzung. Kann ich das da oben einsaugen? Ich weiß nicht, ob das klug wäre. Ja, besser. Aber hier ist auf jeden Fall eine Maschine. Ja. Was du nicht sagst. Und so wie es aussieht, haben wir die ja auch schon aktiviert. Well done, mein lieber Freund. Ich würde auch gerne den Dampf einsaugen. Wenn du genug Dampf einsaugst, müsste das auch Wasser geben. Normal schon, aber in dem Spiel irgendwann. Scheinbar nicht. Oder wir können das einfach noch nicht. Okay, dann geht's einfach weiter. Da war ja noch links eine Leiter. Ja. Was mir halt ein bisschen Sorgen macht, ist, dass wir so viele dieser Zwischenmaschinen verpasst haben. Weil wenn das Nummer 5 wäre, dann fehlt uns ja theoretisch noch Nummer 3 und 4. Weil 1 und 2 hatten wir auf jeden Fall, das weiß ich noch ganz genau. Wir können aber gucken, was die Karte sagt, aber eigentlich haben wir ja hier doch 3 und 4, ja. Das sag ich doch. Ja, wir egal. Waren doch überall. Ja, egal, scheiß drauf. Wir machen es auf unsere Art und Weise. Ja. Nicht runterfallen, das ist nicht so gut. Ja, ich drück gar nichts gerade. Warum? Hä? Was passiert da bitte? Ich habe keine Ahnung. Fällt einfach runter. Die Gravitation hat spontan zugenommen. Das liegt an diesem leeren Wassertank, damit kommt er nicht klar. Ja, damit würde ich aber auch nicht klarkommen, wenn ich kein Wasser hätte. Hui! Yay, ist ja wie bei Sonic. Hui! Ja. Aber ja, irgendwie. Dann geh mal hoch und aktiviere den Schalter, weil Schalter aktivieren ist immer gut. Okay, ein Stampfer. Was? Da, ah, okay. Links wird. Ja. Okay, dann drücke auch noch die anderen Schalter. Der eine lässt ihn wahrscheinlich fallen, genau. Und der andere macht ein Fluoro. Nee, das macht Wasser. Sehr gut. Endlich.
Ja, da oben ist noch ein Schalter, den müsstest du nochmal drücken. Also Leiter hoch und ranhangeln. Kriegen wir einen Magma-Fluor? Eins, das uns wieder töten will? Ich glaube, du musst die smashen, wenn die auf so einer Plattform sind. Genau da. Und das schaffst du nicht mehr. Doch, das schaffst du. Wisst ihr, damit die diese Kolben auffüllen. Interessant. Aber ich find's auch sehr gut, dass dieser Magma-Brocken jetzt, okay, nicht endlos diesen Spring. Ich hätte mich aber gefreut, wenn der endlos. Oh, ich bin's noch. So. Dann machen wir doch gerade nochmal eins. Ja, und wie viel muss er jetzt unten rein? Müssen die nicht wirklich die Dinger alle voll machen, oder? Ich weiß nicht, reicht vielleicht, wenn alle drei so ein bisschen voll sind. Vielleicht passiert dann was. Aber da gibt es ja extra noch so Lampen. Ja, stimmt. Bei so Springgeschichten ist die Steuerung ein bisschen, wie soll ich sagen, blöd. Ja, beweg das mal ganz nach rechts. Damit, ja, okay. Oder mach auch den halt voll. Ja, aber wir erwischen die auch immer nur so ein bisschen seitlich. Also wäre vielleicht ganz clever, das komplett richtig mittig zu treffen. Weil siehst du, weil da bleibt immer total viel übrig, dass dann diese Springs triggert. Ja, wenn das so einfach zu positionieren wäre. Weil das ist relativ sensibel, wie man sieht. Ja, ja. So, jetzt passt, glaube ich, ganz gut. Oh. So. Schneller. Ja, jetzt haben wir überall was drin. Ist zwar alles ein bisschen verloren gegangen, aber okay. Nur, das ist eigentlich das meiste drin gelandet. Echt? Okay. Hier ist eine gute Frage, was man eigentlich machen muss hier. Ah, ist jetzt fast komplett. Ja, das bringt ja nichts. Wo sind überhaupt die Schalter, die die Türen öffnen? Also, es sieht aus, als ob die Kolben das irgendwie triggern. Ja, wir müssen das halt füllen. Und dann, Die Frage ist auch, wofür ist sozusagen das Wasser, das wir rechts bekommen haben? Können wir damit irgendwas machen? Ich habe voll die Idee. Du musst gleich Wasser da reinspritzen, damit Dampf entsteht, damit das sicher irgendwelche Ventile antreibt. Aha. Also, probier es mal. Lauf mal zurück. Und schieß einfach mal Wasser in die Dinger rein. Weißt du, das läuft durch. Und siehste. Siehste. Du hattest recht. Bin ich gut. Naja, ich sehe schon, du freust dich gerade sehr über dich selbst. Ja, das stimmt. So, dann müsste das ja jetzt eigentlich reichen. Da drüben brauchen wir noch ein bisschen was. Ja. Ja, nur wie kommen wir jetzt überhaupt hier runter? Du kannst da zwischendurch. Na. Das war nicht ganz so gut. Und oh, schon Mann. Ist es das schwerste Quest, das wir heute gefunden haben. Wie komme ich in diese Zwischen? Okay. Diese Steuerung. Gut, gehen wir einfach mal nicht da lang, wo der Pfeil uns hinschickt. Fallen wir einfach mal runter, da. Und sterben. Okay, bleibt netter bei uns stehen. Da! Okay. Oh Mann. Ja, aber das Ding hat sich schon fast gefüllt. Bisschen Overkill gerade. Bisschen, ja. Hallo? Gut. Stirb. Natürlich gesehen müsste das jetzt schon alles sein. Ja, eigentlich schon. Also gleich füllt sich auch, glaube ich. Ja. Und Nummer 6 ist aktiviert. Es fehlen immer noch total viele. Wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft. Hoffentlich kommen wir irgendwann mal aus dieser Fabrik raus. Ich würde nämlich zu gern mal die Spritze upgraden. Aber wenigstens haben wir diesmal nicht wieder 3 Stück ausgelassen. Ist ja auch schon mal was.
Ja, man soll sich über so kleine Dinge freuen. Hui! Boah, das könnte ich den ganzen Tag machen. Nein. Obwohl, ich hole noch mal ein bisschen Wasser. Mhm. Und sie garantiert wieder irgendwas töten möchte. Was zum Teufel ist das? Sieht schon ein bisschen... Oh, da fällt sie in sich zusammen. Habe ich kein Problem mit. Ich gehe einfach weiter. Ja. Ich kümmere mich. Im Alter kann man halt sowas nicht ganz so gut halten. Gott, dieses Spiel lädt halt wirklich zu solchen Anspielungen ein. Das ist unglaublich. Ja. Gut, die Leiter und ignoriere ich mal. Schmeißen wir hier einfach mal einen Samen rein. Wozu sollte das hier sonst da sein? Ah, okay. Was ist passiert? Ah, kontrollierst du das? Oder ist das jetzt, weil irgendwie Dampf entstanden ist? Aus irgendeinem Grund. Dampf drin? Okay, dann geh mal runter. Ah, wir müssen gleich den einen Fluro locken, dass der hier runterfällt und dann sich Dampf hier sammelt, ja. Oder du tust einfach, genau. Jetzt oder müssen wir müsste nur gucken, der andere auch erstmal hierher kommen. Er ist nicht ganz so motiviert wie die anderen. Vielleicht muss ich auch nochmal oben landen. Ja, okay. Ja. Na? Keine Lust? Ja, schmeiß einfach tausend Stück da rein, vielleicht ist er ein motivierter. Auf jeden Fall ist er fetter. Oder es gibt es mehrere, aber die stehen trotzdem alle nur blöd da rum. Kannst du dich da dran hangeln? Da oben ist doch was. Also, das glaube ich, ist nur noch Licht. Okay. Nee, ich glaube, es bringt nichts mehr reinzuwerfen. Also, ja, ist einfach nur eine Lampe. Ja, schade. Also, das Ding ja, jetzt kletter mal wieder runter, vielleicht. Nee, das bringt ja nichts. Möge er runterklettern, das Wasser ist übrigens auch schon weg. Ja, mit seiner wunderschönen Physik. Ja, warum kommt ihr nicht zu mir? Mach mal ein anderes Fluro. Wirf mal das Fluro da rein, das Wasserfluro. Vielleicht sind die anderen da neidisch und kommen dann. Das war gemein. Ja, wir brauchen auf jeden Fall diese Magma-Viecher hier. Das stimmt. Ja, so, und das macht jetzt, glaube ich, einfach nur eine Überschwemmung hier unten. Das macht gerade ein bisschen Party. Bisschen Party ausrasten ja, auch. Ja. Also wir brauchen auf jeden Fall Dampf hierfür. So, ja. Weit sind wir uns ja schon mal sicher. Dann, ja, keine Ahnung. Sprüh mal ein bisschen Wasser da rein, vielleicht machst du die dann aggressiv. Und das läuft zurück? Nee. Vielleicht hasst dich der eine, ja. Ja, und auch der Dampf wird nicht rübergeleitet. Ja, also du musst auf jeden Fall, was wollte ich sagen, genau, die Flure ist da hinlocken, weil da ist ja so ein Gitter, wo die durchfallen. Ja. Dann hier in so ein Wasserbecken. Ja. Knifflige Angelegenheit. Gehen wir erst nochmal schnell einen anderen Weg. Weil, ja, vielleicht beruhigen die sich ja irgendwann wieder. Weil ich meine, hier gab's noch einen Plan B. Was? Kommen wir von hier oder? Autsch. Ne, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir nicht, tatsächlich. So, was passiert hier? Ist sie grad... Ich muss sagen, ich fühle mich ein bisschen schlecht, von dem Rätsel jetzt weggelaufen zu sein, also... Sollen wir wieder zurückgehen? Weiß ich nicht. Immerhin einen schönen neuen Text. Dann viel Spaß beim Vorlesen. Da diese neuen Jagdvarianten ähnliche Charakteristiken wie meine ursprüngliche Fluro-Erfindung aufweisen, sollte dieser Probenehmer bei ihnen ebenfalls funktionieren. Wenn ich ihre Fähigkeiten in tragbare Form sammeln könnte, würde das die Möglichkeiten zur Animation von Flüssigkeiten quasi verdoppeln und somit einen deutlich effizienteren Fortschritt bewirken. Zack! Und das ist das Rätsels Lösung scheinbar. Also wahrscheinlich kriegen wir jetzt irgendwas total Tolles, womit wir die animieren können. Das wäre dann hier unten irgendwas. Wow. Wasser. Mal wieder.
So, machen wir hier unten mal wieder das Ding auf. Okay, was ist das hier? Tötet mich das? Ne, ist nur im Hintergrund. Ah, scheinbar muss ich hier... Brauche ich oben ein Fluro, das dann eingesaugt wird oder sowas. Mhm. Und darum hieß ja auch noch ein Schalter. Der scheinbar nichts macht. Also der setzt wahrscheinlich, oder? Wo ist dann das hier? Gute Frage. Fragen über Fragen. Und hier hinten ist auch noch was. Achso. Überall Schalter, verrückt. Ah, okay, damit machst du so ein Turbo-Fluo. Ach, du musst jetzt so ein Magma-Fluo einsaugen, aber blöderweise ist jetzt die Tür hier noch offen. Ja, aber der muss ja da hin, oder? Ja. Blöderweise ja. Wie kriegen wir das da oben zu? Ja, weil das kommt jetzt einfach hier runter. Aber ich habe eine Idee. Und wie saugst du es ein? Das muss ich hier oben, weil diese Spritze, die ich hochschießen kann, schießt ja nach oben. Ah ja, stimmt. Nee, ich habe eine bessere Idee. Pass auf, mach ein Fluro, lauf nach rechts und dann lauf nach links, weil das wird ja nicht runterfallen, wenn du oben bist. Weil es will dich ja töten. Nee, ich habe gerade mal eine andere Idee. So, das sollte reichen. Weil die Dinger springen ja immer so gerne auf Schalter. Und das sollte dann, genau, das Ding nämlich einfach zumachen. Okay. So, und jetzt kommt das nämlich hier runter, läuft dann hier drauf und wird einfach eingesaugt. Klingt nach einer passablen Idee. Weil runter kann es jetzt nicht. Und vielleicht tötet es auch vorhin auch das andere Fluo, aber ich hoffe mal nicht. Nee. So, da ist es. In unsere Falle reingelaufen. Ich denke mal, hiermit sauge ich es jetzt ein. Ja. Ja. Okay, die Maschine arbeitet. Und arbeitet. Jetzt bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ach, einen neuen Fluorosamen. Sehr gut. Jetzt können wir scheinbar auch ganz einfach Magma-Fluoros machen. Das Samen-Inventar. Neuer Samen erhalten. Ja, die Frage ist, machen wir das auch mit Wasser an, oder? Ne, das wird dann wahrscheinlich mit dem anderen angemacht. Hm. Ah. Wahrscheinlich war das auch... Du blödes... Ja, So. Haben wir geschafft, sehr gut. Aber wofür ist der Bereich denn jetzt hier rechts? Also ganz rechts sind ja auch Gitter. Und kannst du da irgendwas machen? Nee, scheinbar nicht. Sieht nicht so aus. Hm. Egal, wir haben das, was wir brauchten. Das erklärt auch, warum die anderen Fluoros so gelangweilt waren. So, bitte nicht wieder die ganze Zeit runterfallen. Nein. Diesmal kann eine Leiter hochlaufen. So, warte mal. Was Sameninventar? Ich liebe es. So, das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Ja. Ja, tatsächlich. Dann sieht doch schon mal viel besser aus. Ja. Also, vielleicht kann man das auch mit Wasser anmachen. Ich würde mich beeilen. Ah nee, du musst noch mehr davon machen. Ich glaube, du musst alle Kammern füllen. Ja, und da wird scheinbar eins auch nicht reichen, wenn ich das hier richtig sehe. Ja. Mindestens eins musst du noch machen. Ich denke mal eher mehr. Und das sieht gerade so aus, als geht das auch noch auf Zeit. Es wird immer besser. Ich mache einfach gleich zwei. Weil der Dampf scheint ja auch ein bisschen zu entweichen, oder sieht das nur so aus? Nee, ich glaube, das ist unabhängig davon. So. Also ist schon fast voll. So, jetzt kannst du hoch. Halt hier vorne noch ein bisschen Wasser mit. Wenn wir schon mal hier sind. So, und jetzt können wir ja hier dampfgetrieben nach oben.
Yay, das ist fortschrittliche Technologie. Okay. Ich wette, oben links gab es noch ein fettes Geheimnis, ja. Das wir jetzt total verpasst haben. Aber egal, da kommen wir früher oder später sowieso wieder hin, deswegen, ja. Sei es uns verziehen, wenn wir jetzt nicht alles perfekt machen. Okay. Wasserkanone, sehr gut. Sehr schön, da haben wir jetzt was effektiv davon. Wahrscheinlich können wir gleich irgendwas wegramsen. Ja, wir müssen das Ding nämlich garantiert, Steuerung. Ja. So, machen wir das doch gerade nochmal. Scheint ja alles perfekt zu funktionieren. Aber was haben wir davon? Keine Ahnung. Wahrscheinlich muss da irgendwie ein Fluoro entlanglaufen. Damit wir wieder Dampf hier oben reinkriegen. Ja. Das meine ich ja. Also brauchen wir wieder ein Akro-Fluoro. Ah! Idee. Nee, ich spring erstmal hier drauf und guck, was passiert. Ah ja. Hm. Nee. Mach das Ding wieder runter. Lass das Ding runterfahren. Bist dann du tust sicher? Ja, dann tust einen Samen drauf. Dann lässt du den Samen hochfahren. Dann sprühst du da Magma drauf, damit das zum Fluoro wird. Und dann kannst du ihn sozusagen, bespritzen. Mal einfach mehrere drauf, komm. Wir haben's ja. Aber am Ende haben die dann wieder zu wenig, um dann zu entstehen. Ja, das stimmt. Gut mitgedacht. Oh. So, dann erstmal das Magma. Nee, warte mal. Das hier war das Magma. Ja, genau. Zack. Ja. Jetzt läuft's nach links. Es war schnell, aber es kommt doch mit. Ich hatte gerade schon befürchtet, es geht woanders hin. So, und jetzt warten wir, bis das ungefähr da drunter ist. Und dann kriegt es eine Ladung Wasser ab. Ah, da muss man ein bisschen. Also. Sind die jetzt komplett weg? Okay, da müssen wir halt ein bisschen warten, bis die kurz vor dir sind. Also bevor die ins Gitter durchfallen und dann erst besprühen. Ja, also nochmal das ganze Spiel von vorne. Ja. Also ist der zeitaufwendig. Man könnte auch sagen, nervtötend, aber. Nee. Das Spiel macht ja schon Spaß. Auf jeden Fall. Nur so kleinere Sachen nerven ein bisschen. Dum. So, dann. Bis kurz vorm Gitter, also quasi jetzt. Genau, perfekt. Ja, das hat schon mal funktioniert. Jetzt ist die Frage, wie können wir den Dampf auf die andere Seite bringen? Dampf auf die andere Seite bringen? Ja, da ist ja auch so eine Tür mit Dampf. Verschlossenen Türen. Mit dampfverschlossener Steuerung. Ach so, Aber genau. Ein bisschen was ist hier drin und frag mich jetzt nicht, woher das kommt. Wird seine Gründe haben. Geh schon mal jetzt auf den Schalter, ob sich da vielleicht so eine Pfütze generiert? Nee, das verschwindet leider wieder recht schnell. Aber. Gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht. Eine Idee wär's. Nee, das würde nicht funktionieren. Doch, eine Idee wär's. Mach mal ein Wasserfluoro auf die. Mach einfach ein Wasserfluoro. Ein Wasserfluoro kommt. Nee, sofort. Ja, aber dann geht der auf den Schalter. Der soll ja sozusagen dort stehen bleiben und wenn die Magma-Kanone anfängt zu spritzen, dann wird er ja auch zu Dampf. Was also du willst, dass das hier oben auf den Schalter springt? Nein, mach einfach den Fahrstuhl wieder runter, mach dann Wasserfluoro-Ding drauf. Also quasi genau das, was wir gerade gemacht haben, nur halt mit Wasserfluoro und umgekehrte Reihenfolge. Das könnte funktionieren. Aber Wasserfluoros sind ja nicht so aggressiv. Achso, nee, warte mal. Ich glaube, wir müssen doch den anderen Samen nehmen. Aber das dann halt mit Wasser anspritzen. Hä?
Ja, wir haben ja zwei verschiedene Samen. Die Schalterflurus und die Bösen. Sag ich mal, die uns immer töten wollen. Okay. Wir testen ja, wenn das du einfach sagst. Mal. Okay. Aber vielleicht funktionieren die Bösen auch nur mit dem Magma. Ja, das glaube ich ja. Aber wir gucken doch einfach mal. Nee. Hm. Okay. Das heißt, ich nehme alles zurück, überhaupt das Gegenteil. Oh, jetzt läuft das, glaube ich, hier runter, oder? Ja. Hätte es sich beeilen müssen. Nein, lass es dich verfolgen. Ja, okay, dann hast du jetzt halt getötet. Weil es ja, kann dich ja nicht verbunden. Ja, aber was hätte ich sonst damit machen sollen jetzt? Es wäre ja vielleicht wieder hochgesprungen durch das andere Gitter. Ja, natürlich. Lass mal nicht ernst, weil wenn du irgendwie höher liegst als es selbst, dann versuchst du immer, glaube ich, die kürzeste Distanz hinzulegen. Aber egal, ich habe nichts gesagt. Und ich hatte das da mal genug Wasser abgekriegt, ja. Ja, jetzt müsste man nur schnell genug da auf diesen Schalter kommen. Das funktioniert. Ja, hat gerade noch so gereicht. Sehr gut. Sehr gut, dann haben wir auch schon die siebte gleich. Neun Stück sind das, oder? Wie bitte? Neun Stück sind das, oder? Acht, glaube ich. Oder beziehungsweise acht und dann noch irgendwie so ein Endding. Ja, stimmt, stimmt. Kann ich das einfach einsaugen? Nein, ich muss hier mal wieder rüberspringen und wahrscheinlich sterbe ich. Nee. Aber dich sauge ich ein. Ist leider schon vollgesogen. So, perfekt. Fünf Stück haben wir. Das ist doch ein perfekter Zeitpunkt, eine kurze Pause einzulegen. Denn es ist schon wieder eine halbe Stunde vergangen. Schon wieder. Wie schnell doch die Zeit vergeht, wenn natürlich, man natürlich. Von Flurus gejagt wird. Genau, genau. So ist es. Deswegen freue ich mich schon mal auf deine Abmoderation. Du, immer diese Abmoderation. Natürlich. Man muss das ja alles professionell machen. Mein Gott. Ja. Gut, ja, dann hören wir mal wieder an dieser Stelle auf, spielen demnächst weiter und hoffen, dass uns diese nervigen Viecher nicht immer noch umbringen wollen. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein und auf Wiedersehen. Macht's gut!